Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Sunday You'll Return. Wir sind auch wieder returned gerade Richtung Sommerlager, denn wir haben ja in der letzten Folge hier Dokumente, äh, bomb -Bon papierchen und so weiter und so fort gefunden ohne Ende. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Die Hände können wir uns ruhig mal waschen. In Unschuld. Ah, na gut, das ist eh sauber diesmal. Aber so, was Neues. Normalerweise sind die immer saumäßig dreckig. Alles klar. Was ist denn da hinten eigentlich Schönes? Da würde ich mich auch gerne noch mal nachher nochmal umschauen. Aber wir wollen jetzt erstmal da nach hinten gehen. Wir haben nämlich noch ein bisschen mehr zu entdecken. Und diesmal müssen wir woanders lang spazieren. Warte mal. Hier müssen wir dann genau dem Weg folgen. Aber hier nicht mehr drüber gehen, sondern diesen Weg hier folgen. Es gibt nämlich noch zwei Sachen, die wir mitnehmen könnten bevor wir uns dann wieder um das Sommerlager kümmern, denn dort gibt es tatsächlich noch einige Dokumente, die ich vorher nicht mitgenommen habe. Oder in den Gebäuden, wo wir vorher noch nicht waren, aber wir haben tatsächlich auch eins irgendwo vergessen. Da sieht man eben, wie wichtig es ist, sich immer darüber zu informieren, wo denn diese Dokumente sind, vor allem hier im Let's Play. Denn wenn man normal spielt, kann man das Easy cheesy nebenbei machen, aber hier im Let's Play will ich das immer vorher machen. Und damit natürlich ihr hier nicht irgendwie grundlos, keine Ahnung, zehn Minuten irgendeinen Blödsinn anschaut weil, ich nicht, äh, anschaut, weil ich nicht weiß, wo ich das, das, das Dokument finden soll. Deswegen informiere ich mich da immer gerne vorher und dann weiß ich schon Bescheid, wo die Sachen sind. Hier ist wieder ziemlich viel Dreck. Ein paar richtige Planken liegen hier rum. Guck mal, eine Autotür, ein paar Autoreifen. Komisch, was machen das denn alles hier? Oder sind das vielleicht Überbleibsel von dort drüben? Vom Sommerlager. Haben wir das vielleicht selber hier einfach so entsorgt? Denn ich habe ja mittlerweile die Theorie aufgestellt, dass wir ein Leiter dieses Sommerlagers waren. Möglicherweise. Kann sein, muss nicht sein. Werden wir vielleicht da wieder später noch rausfinden. Vielleicht auch nicht. Da liegen auch ein paar Metalldinger rum. Na gut, ohne die würden wir da gar nicht drüber kommen. Hm. Aber da sieht man mal eben, wie viele kleine Wege es gibt, wo es eben schlussendlich, nochmal Hände waschen, wo es eben schlussendlich dann für uns was zum Sammeln gibt. Und das musst du halt erstmal rausfinden, dass das hier hinten liegt, diese Kiste hier. Ein Löffel ist drin, ein Kartenspiel, ein Baseball und ein Brief. Hey Don, irgendein Arsch hat mein Buch gestohlen. Du weißt schon, das Hexenhammerbuch, mit dem ich letzten Monat so angegeben habe. Ich wette, dass es ein Balk aus dem Lager war. Das ist verdammt ärgerlich, denn jetzt werde ich nie herausfinden, ob die Inquisition die Frau angeklagt hat oder nicht. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir erteilen denen eine kleine Lektion. Mit all den Legenden über Geister und Teufel in diesen Wäldern können wir ihnen eine Show geben, dass, sie, dass die sich die Hosen voll scheißen. Bist du dabei? schreibt G. Möglicherweise haben die ja diese Figur da hinten aufgehängt, beziehungsweise dieses Kleid da hinten aufgehängt, denn wir haben in der letzten Folge, als wir auf Erkundungstour waren, als wir die Sachen gesammelt haben, ähm, irgendwo da hinten auf der anderen Seite ein Kleid hängen sehen. Also quasi wie eine Hexenverbrennung. Wir haben das Holz unten schon gesehen. Gerade anzünden hätten wir es noch müssen. Vielleicht waren ja das die beiden hier. So, weiter geht's. Da hinten finden wir nämlich noch ein weiteres Objekt und wir sind mittlerweile schon ganz weit weg von diesem Lager. Wir sehen hier zwar. Einen Weg markiert, der bis hierher führt. Aber wir müssen sogar noch weiter gehen, als bis dahin. Diese Sammelobjekte sind hier überall verstreut, liebe Freunde, ich sag's euch. Und dass das hier noch hält, wundert mich, wenn ich ehrlich bin. Die Frage ist, wie lange wir halten, denn das schaut nicht mehr sehr stabil aus, wenn du mich fragst. <laughs> oh je, Mini. Na, guck mal mal. Irgendwo hier. Huch. Hoppla. Irgendwo hier gibt es tatsächlich noch ein weiteres Sammelobjekt. Und zwar ist das ein Gitarrensong, also jetzt nicht unbedingt etwas, das gleich auffällt. Aber ich hoffe, dass wir das da finden werden. Boah, wie weit wir schon weg sind mittlerweile. Guck mal an. Wir sind schon fast beim Wasserkraftwerk. Ei, 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 ei. Ich habe das Gefühl, früher oder später werden wir hier sowieso noch mal lang spazieren. Da hinten ist es. Da hinten ist das Wasserkraftwerk. Ich habe das Gefühl, früher oder später werden wir sowieso hier noch lang spazieren. Das heißt, wir sind mal wieder unserer Zeit ein bisschen voraus, aber das macht nichts, wenn wir ehrlich sind. Ah, ist quasi ein. Z ah, guck mal, wir haben den Weg sogar markiert. Cool. Den Weg vom Sommerlager direkt hier bis zum bis zum blauen Weg. Nice. Ich meine, rüber kommen wir trotzdem nicht. Da ist der Gitarrensong. Rüber kommen wir trotzdem nicht über den Fluss. Vielleicht da hinten irgendwo, keine Ahnung. Da will ich aber auch gar nicht hin jetzt, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben auf jeden Fall hier den blauen Weg, der hier aber auch nicht mehr weitergeht, so wie es aussieht. Weil dadurch das Geröll alles verstellt wurde. Das heißt, wir müssen durch Sommerlager, da kommen wir nicht drum rum. Hier geht es nicht weiter, guck mal. Zumindest vorerst noch nicht. Das kann natürlich sein, dass sie. Geister des Waldes, die Teufel und die Dämonen, die hier Unwesen treiben, oder das Biest möglicherweise hier ein bisschen aufräumt. Und früher oder später kommen wir dann tatsächlich da hinten durch. Es würde mich sehr freuen, denn ich bin einer, der hält sich gerne an die Wanderwege. Wo geht's denn hier schon wieder lang? Achso, das ist der Weg, den wir gerade gekommen sind. Okay, alles klar. Ich dachte, wir haben schon wieder was Neues entdeckt hier. Na gut, na gut, na gut, aber da sieht man mal, wie viel man hier entdecken kann. Das ist eben nicht nur der kleine Wanderpfad, den man hier folgen kann. Man, gibt, man kann hier so viele kleine Wege entdecken und eben so viele Objekte sammeln. Von Bonbonpapieren zu Gitarrensongs zu Dokumenten zu ähm, Scout Badges, also diese Pfadfinderabzeichen. Es gibt hier so viele Sachen zu entdecken. Über 200 im ganzen Spiel. Also hier wimmelt es quasi nur so vor Sammelobjekten. Aber wir haben eben auch diese Open World. Diese nicht ganz so Open World, denn wir haben ja immer wieder das Areal, das dann beschränkt ist, in dem wir uns hier gerade aufhalten können. Aber trotzdem, ich sag mal, semi-Open World dazu. Ich glaube, so habe ich das auch in einem Test-Review gelesen. Semi-Open World. Wir haben zwar das Gebiet hier, in dem wir uns frei bewegen können, aber das Gebiet ist halt großflächig abgesteckt. Das heißt, wir können jetzt hier nicht wieder zu unserem Auto zurück und einfach wegfahren. Das wird nicht funktionieren, aber wir haben hier ein großes Gebiet, das wir erkunden können. Und hier anscheinend auch ein kleines Lagerfeuer. Guck mal, mit dem Baumstamm. Hier das Lagerfeuer, cool. Aha. Ah. Guck mal. Das ist der Hinweis, wo wir die Kiste finden können, die wir eh schon gefunden haben. Nämlich beim Reifen abbiegen. Lagerfeuer ist hier. Dann kommt ein Fluss oder sowas ähnliches. Vielleicht ein kleines Bächlein. Dann haben wir den Reifen und dort abbiegen. Und hinter dem oder vor dem äh, Strommasten ist die Kiste. Aber die haben wir ja schon gefunden. Der Strommasten ist hier. Cool. Cool, cool, cool. Also man kann theoretisch auch hier ein bisschen auf schnitzeljagd gehen und ich denke mal das wäre auch auffindbar aber wir wollen jetzt nichts mehr finden natürlich wollen wir noch was finden aber im lager denn die nächsten dokumente die wir finden können sind im lager wir haben jetzt drumherum um das lager eigentlich alles mitgenommen was wir natürlich noch offen haben und das habe ich hier auch auf meiner liste stehen sind die zwei sachen die wir da oben finden können das heißt wir müssen definitiv noch mal zu diesem komischen Holzskelett dort oben hin und dann noch mal gucken ob wir jetzt nach oben klettern können oder ob das immer noch nicht geht da müssen wir das nämlich in einem der späteren Kapitel nochmal mitnehmen. Aber ich würde das gerne mitnehmen, bevor wir jetzt hier das Lager komplett abschließen. Das wäre mir schon ein Anliegen. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, das haben wir ja schon mitgenommen. Wir haben ein Dokument irgendwo da drüben vergessen, übrigens. Und zwar in dem ersten grünen Hüttchen. Dort haben wir ein Dokument vergessen. Das würde ich mir gerne jetzt nochmal mitnehmen. Gut, das brauchen wir nicht. Ich sollte mir wirklich angewöhnen, jetzt nicht mehr auf die Pflanzen zu gucken, denn wir haben mittlerweile so viele in unserem Inventar, wir brauchen die alle gar nicht mehr. So, und das ist das hier nämlich. Neues Dokument erhalten, genau dasselbe komische Dokument, das wir in der letzten Folge schon gefunden haben. Irgendwelche Schriften, die wir nicht entzif äh, entziffern können, kryptische Notiz, das trifft es ganz gut. So, warte mal. Langes Gebäude rechts. Das ist das hier. Da unten finden wir noch was. Die Zelte an sich haben wir ja schon alle durchgeguckt, meine in der letzten Folge. Da haben wir ja Tagebücher gefunden von den Kids, die hier im Sommerlager waren, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sie tatsächlich hier mal abgereist sind. Oder die sind alle sehr abrupt abgereist. Das kann natürlich auch sein und haben das Tagebuch und so weiter und so fort alles hier gelassen. Aber wundert mich, dass wir hier noch so viel finden von damals. Und ich weiß nicht, ob wir hier jemals aufdecken können, was da passiert ist. Locked. Scheiße. Na, Glückwunsch. Alles klar. Aber gut, das Sammelobjekt finden wir sowieso im Hintergrund. Nämlich genau hier. Ein weiteres Abzeichen. Cool. Sehr schön. So, lala. Und dann hätten wir zumindest mal den Großteil des Sommerlagers schon mal abgefrühstückt. Da schauen wir uns dann später nochmal um. Da kommen wir nochmal äh, dazu. Aber jetzt würde ich gerne erstmal nach da hinten gehen, denn dort gibt es auch einiges zu It's entdecken. Me, naja, aber ich glaube mittlerweile sollte auch er herausgefunden haben, dass unsere Tochter hier definitiv nicht sein wird. Naja, 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 naja. Die Hoffnung stirbt er bekanntlicherweise zuletzt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier unsere Tochter finden. Womöglich einen Hinweis, aber auch das nur, womöglich. Vielleicht aber auch... Gar nichts. Eine weitere kryptische Notiz. Die dritte mittlerweile und wir können keine davon entziffern, noch nicht zumindest. Und hier ein Bonbonpapier. Hätten wir diese zwei schon mal gefunden. Sehr schön. sehr schön. Also hier gibt es wirklich ganz schön viele Sammelobjekte, aber es gibt ja auch irrsinnig viel zu entdecken. Das ist es eben. So, dann schauen wir doch mal in dieses Zelt hier rein. Einmal ducken. Und hier gibt's auch noch was. Und guck mal einer an, was das da unten für eine Zeichnung ist. Na, schau mal einer an. Das waren wohl doch nicht die, die die Briefe hier schreiben. Die mit den Gruselgeschichten und so weiter und so fort. Das waren dann wohl die Kids. Denn wir sehen genau hier diese Skulptur. Diese. Wie habe ich das genannt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, einfach nur Mantel war das. Mantel und Rock, der da im Wald gehängt ist. Es ist tatsächlich eine Hexenverbrennung. Hatta. Die Hatta-Quest. Aufgemerkt, tapfere Krieger. Unser Erzfeind, der grausame Wiching, will eine hilflose Frau namens Hatta auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Er konnte den Herrscher von Burg Kimburg davon überzeugen, dass die Flusskrebse, die sie äh, fängt und isst, in Wahrheit giftige Skorpione sind. Wiching verbreitet diese Lüge, um zu beweisen, dass sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, und sie auf diese Weise loszuwerden. Wir wissen jedoch alle, dass dies eine dreiste Lüge ist, denn Flusskrebse sind köstlich. Ich habe den Pfad beschritten, konnte sie aber nicht retten. Jetzt liegt es an euch. Verlasst unsere Siedlung durch das Haupttor und nehmt den linken Pfad, bis ihr den Bach erreicht. Dort müsst ihr eine kleine Brücke überqueren, um die andere Seite zu erreichen. Folgt dem Bach weiter, um die hilfreichen Flusskrebse zu finden. Sie werden euch den Weg zur armen Hatta weisen. Wenn ihr sie rechtzeitig retten könnt, wartet möglicherweise eine Belohnung auf euch. Und vielleicht sollten wir uns dort auch nochmal umschauen, denn wir haben ja die Flusskrebse schon mal gefunden. Folgt dem Bach weiter, um die hilfreichen Flusskrebse zu finden. Sie werden euch den Weg zur armen Hatter weisen. Ich glaube, dort sollten wir früher oder später auch nochmal vorbeischauen. Das klingt nämlich sehr interessant. Vielleicht finden wir dort ja doch noch was. Wir haben die Flusskrebse gefunden und wir haben den Mantel gefunden. Aber wir haben das natürlich noch nicht kombiniert. So. Na, gucken wir mal. Die nächsten Sammelobjekte finden wir hier hinten, und zwar hinter dem Gebäude. Wir müssen einmal links vorbei und hinter dem Lagerfeuer dann rechts abbiegen, denn hier haben wir wieder ein Lagerfeuer. Also, die haben hier tatsächlich mehrere Lagerfeuerstellen, aber gut, das war ja auch ein großes Sommerlager. Wir haben irgendwann mal ein Bild davon gesehen, da waren ja, ich schätze mal, schon so 20, 30 dabei. Könnte man jetzt an den Zelten natürlich abzielen, wie viele hier Platz hätten, aber... Das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen, aber die waren ja definitiv nicht nur zu dritt oder sowas. Da waren schon ein paar. So viel ist schon mal klar. Hier gibt nichts mehr. Der Weg ist versperrt. Pflanzen hätten wir hier ein paar, aber wir brauchen eben keine. Alles klar. So, und dann gucken wir natürlich gleich mal auf der anderen Seite natürlich auch, wenn wir schon mal hier sind. Das ist ein bisschen kurios mit dem Stacheldraht da oben. Wo kommt der denn hier? Und warum braucht man den hier? Hm. Soll ich hier einbrechen? Oder hat hier jemand eingebrochen? So, rechts vorbei und dann rechts hinauf. Was habe ich denn da geschrieben? Oder was sollen wir denn hier finden überhaupt? Scout Badge. Ah, das hier ist wohl rechts hinauf. Alles klar, da hinten liegt nämlich schon sehr schön. Na, da haben wir ja mittlerweile auch schon eine ganze Sammlung von den Dingern. Cool, 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 cool. Gefällt mir gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da sieht man mal eben, wie viel Mühe sich die Entwickler gegeben haben, diese Sammelobjekte hier hinten auch zu verstecken. Natürlich erfahren wir irgendwann mal, wo die sind. Vor allem, wenn dann jemand ein YouTube-Video drüber macht und ich schaue mir immer das Video an, weiß dann schon wo genau, wo die Sammelobjekte sind, dann müssen wir sie hier im Let's Play nur noch einsammeln und können uns voll und ganz auf die Story konzentrieren und können aber auch all das andere mitnehmen, denn ich lese liebend gerne Dokumente und so weiter und so fort, damit wir eben auch ein bisschen was über die Story dahinter verstehen und nicht nur die Hauptgeschichte mitnehmen. Aha! Was ist denn hier los? Stella, are you there? Da drinnen läutet ein Handy. Okay, bevor wir da reingehen, gucken wir vielleicht erstmal die Dokumente da drüben an, denn ich will hier definitiv nichts zögern, was ich nachher dann bereuen könnte. Ich will hier ganz bestimmt nichts zögern, was ich nachher noch bereuen könnte. Wir gucken erstmal da nach hinten. Denn dort gibt es ganz schön viele Sammelobjekte. Drei insgesamt allein hier drin. So, mal gucken, was wir hier haben. Okay, wieder diese Becher, die stehen überhaupt am ganzen Gelände hier rum. Da haben wir die Post. Da hätten wir theoretisch noch eine Pflanze, die wir abschneiden könnten. Lungenkraut, aber das haben wir schon. Der Gitarre hängt da hinten. Na guck mal, da können wir vielleicht Lieder spielen. Vielleicht haben wir ja endlich die Chance, diese Gitarrensongs, die wir hier ständig finden. Von hier kommen Stimmen? Mensa. Kein Zutritt durch die Hintertür. Lockt! Ich kann mir beim Besten nicht willen nicht vorstellen, dass hier noch irgendjemand sein wird. Aha. Probieren wir es mal. Das ist wohl nicht. Vergiss nicht, die Hauptsicherung am Strommast einzuschalten. Kantine Hauptschalter. Die Hauptsicherung am Strommast. Okay, ich habe das Gefühl, wir kommen hier noch nicht rein. Wir würden nicht hier reinkommen. Aber ich würde gerne erstmal oben rein und ich würde gerne mal wissen, wo die Hauptsicherung am Strommast sein soll. Ich glaube, der Strommast endet hier, oder? Genau, der Strommast endet hier. Das heißt, wir müssen dem theoretisch nur folgen und gucken, ob wir irgendwo dort eine Sicherung finden. Hauptsicherung am Strommast. Na, jetzt bin ich aber baff. Hier vielleicht. Guck mal. Da haben wir wieder einen Fluss. Den können wir mal ganz easy durchwarten. Stechapfel braucht man nicht mehr. Oh, wir jetzt gar Himbeeren. Mm. Und ich glaube, da sind wir richtig. Das sollte dann wohl die Hauptsicherung sein. Werkbank verwenden. It's screwed shut. So, Lucky Leaf Hauptschalter. Okay. Here we go. Na bitte, sehr. Jetzt so läuft times, der Strom. Okay, da hat hier ja definitiv irgendwas, definitiv irgendwas an diesem Lager zu tun gehabt. Ich weiß auch nicht, was möglicherweise war es tatsächlich der Lagerleiter. Also einer derjenigen, aber der kennt sich hier viel zu gut aus für das alles. Der muss irgendwas mit diesem Lager am Hut haben. Denn wir haben bis jetzt schon oft gerätselt, warum kennt er sich so gut aus hier, warum kennt er die Orte so gut? Natürlich, wenn der hier gearbeitet hat, dann weiß er ganz genau, was man auf den verschiedenen Wanderwegen alles so entdecken kann. Eh klar. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob man tatsächlich noch die Stimmen von da drin hört. Warte mal erstmal den strom an so was das ah what do we have in here uh. eine versteckte liste na guck mal 4. Juli. Aufklärung abgeschlossen. Knappen Kuril O, Roch R, Kihal H, Husak P, Vaskova L, Pilna M. Wölflinge Mach A, Kedem L, Chanupova S, Konopna J, Sebastova L, Kavkova G. Die Adler Kudak P, Zablaudi, äh, Zablaudil M, Turekova S, Ruzowa K, Kritzek T, Novak J. Die Sprösslinge Opluzil S, Dankova S, Mrakova H, Betna J, Pilni M. Und die Schäfer Hetetlovna M, Oktova U, Morovkova D, Vymazalova Z, Vanek D und Slatki K. Das sind also Knappen, Wölflinge, Adler, Sprösslinge und Schäfer. Die fünf Gruppen. Und das ist eine Zeichnung vom Lager. Man sieht hier: Der Eingang, das Haus, das Haus da oben, die Zelte. Cool. Eine versteckte Liste. 5. Juli, 16 Uhr. Hättet Lenovo M mit Schere erschreckt. Um 0.30 Uhr sah M Schuh mit Öl gefüllt. Um 10 Uhr Pilni M Buch umgeschrieben. Um 18.05 Uhr Slat Salz im Tee, Obluzil S beschuldigt. Am 7. Juli um 11 Uhr Roch O Schlafsack parfümiert. Um 15 Uhr Hättet Lenovo M homöopathische Medizin gegen echte getauscht. Ah. Aha. Ich vermute mal, diese Headed Lenova M wird dann wohl die sein, die mit dem Akkordeon unterwegs war, die irgendwann mal einen Ausschlag bekommen hat. Wahrscheinlich genau deswegen, weil die Medizin getauscht wurde. Am 8. Juli, 15.15 Uhr, .15, S, Duschgel mit Kleber gemischt. Am 9. Juli, 21.20 Uhr, KDML, Stecknadel in Schuh platziert. Alter, was, was war denn das hier? Um 7 Uhr am 10. Juli. Versteckt Inquisition gefunden, wichtige Seiten herausgerissen. Um 8 Uhr stinkende Substanz auf dem Rückweg gefunden. 13.15 Uhr Kuril O, Substanz platziert, Schlafsack halb voll. Hammer gesehen. Der Schlafsack war komplett hinüber. 11. Juli 20.20 .20 Uhr, Bärenfalle im Wald gefunden und scharf gemacht. 11. Juli 14. Uhr Kuril O, Brief platziert und unterzeichnet mit Kunak P. 12. Juli 16 Uhr, Inquisition Code geknackt. 12. Juli 23 Uhr Inquisition beim Treffen belauscht. 13. Juli 9 Uhr Kuder P, Baseballschläger versteckt. 14. Juli 19 Uhr Mach A, Hauptschüssel der Inquisition gefunden. Hä? Von wem kommt denn diese Liste? Das ist ja fast ein bisschen krass. Kurios. Sehr, sehr, sehr kurios. Aber wir können anscheinend noch was machen. Aber was? Können wir das noch weiter öffnen? Nee. Hier vielleicht? Nee. Okay, ich bin gerade ein bisschen am Rätseln. Anscheinend kann man da noch irgendwas tun, aber was? Wir haben den Schalter schon umgelegt, Nanü. Ich lasse das mal so mal gucken. Wo geht's denn da eigentlich schon wieder hin? Ach so, auch hier nach unten. Okay, da ist nur ein Zaun, damit das Gelände ein bisschen abgegrenzt wird. Alles klar. Hier schauen wir uns dann später natürlich auch noch rum. Und die Stimmen sind nicht mehr da, wie ich's mir gedacht habe. Locked. Scheiße. Ah, die Stimmen sind doch noch hier. Hä? Ah, wir können hier nichts mehr tun diesmal. Ich glaube, das war es zum und so Marum. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir gucken uns da unten um, oder? Was finden man denn hier? Streichhölzer, Ketten, Dosen, Nägel, Werkzeug, ein Messer. Ziemlich gefährlich, wenn da so viele Kids sind. Gut, die sollten aber mittlerweile wissen, wie man mit, mit dem Messer umgeht. Strange. Und das ist es eben, das habe ich ja eben schon gesagt, es sieht alles so verlassen aus da oben. Guck mal, sogar die Backsteine sind hier. Es sind Töpfe hier, es sind irgendwelche Konservendosen hier, aber die sind alle schon komplett verrostet. Es war hier seit langer Zeit keiner mehr. Ein paar Ersatzsicherungen haben wir da rumliegen. Eingelegte Gurken. Marmelade vielleicht. Hm. Und leider Gottes haben wir immer noch kein Handy mit dabei. Das haben wir ja irgendwo verloren. Hier die Becher. Machen noch ein komisches Geräusch. This gut, und so wie das aussieht, möchte ich das glaube ich auch nicht essen. Da ist nämlich schon die Dose mittlerweile fast am Aufgehen. Also, uh, das geht vielleicht schon da drin. Pfui, Kacka. Und da ist aber ganz schön viel von dem Zeug, was hier noch rumsteht. Also hier war wirklich seit langer, langer, langer Zeit keiner mehr. Was ist das hier? Blut? Blutige Verbände, interessant. Möglicherweise ist es auch nur Farbe, aber vielleicht ist es auch Blut. Ersatzverbände, Ersatzglühbirnen? Dosen? Hm. Most of them are rotten, but maybe I can find die still usable. Ja, aber nach so langer Zeit, wie sollen wir hier denn noch was finden? Kartoffeln liegen ja auch noch rum, die müssen ja schon, wie kann man da, äh, guck mal die, 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 die Zitrone an. Die schimmelt schon von oben bis unten. Ich meine, der eine sieht noch halbwegs gut aus, aber interessant. Und hier ist das Ersatzbesteck und so weiter und so fort. Marmelade, ganz schön viel. Ein paar eingelegte Gükchen noch. Naja gut, aber die sind ja auch schon jahrelang zu. Die sind jahrelang zu und wir haben dennoch das Tagebuch von denen da oben gefunden. Das ist eben genau das, was mich wundert. Es war seit Jahren niemand hier und wir finden dennoch das Tagebuch und so weiter und so fort und es sind ja Leute hier unterwegs auf jeden Fall. Und man sieht, manche Zelte sind mittlerweile schon zerstört. Das ergibt alles keinen Sinn. Warum ist das Tagebuch noch da? Warum sind die Steine noch da? Warum weht dieser Mantel da oben noch rum? Wenn das alles schon seit Jahren verlassen ist. Hm. Ah. Vielleicht kommen wir ja hier endlich rein. Tja, und wie ich es mir gedacht habe, wird hier wohl niemand sein. Der Strom fließt, aber es ist niemand hier. Spegatzky, was auch immer das heißt. Und auch hier wieder die komischen Fleischdinger. Miet. Mhm. Bestimmt noch genießbar, vor allem wie die Dose aussieht. Aber es ist alles noch hier. Also ich weiß nicht, warum die hier den Betrieb aufgegeben haben. Weil die haben ja hier nichts mitgenommen. Es ist ja alles noch da. Die Küche ist voll. Die Teller sind hier. Das Besteck ist hier. Die Töpfe sind hier. Die Hefer sind hier. Es ist alles hier. Der Strom funktioniert, dann hätte man ja alles mitgenommen und zumindest mal verkauft oder weggetragen, aber doch nicht alles hier gelassen. Die Marmeladen, die eingelegten Gurken. Mädels, schließt die Kellertür immer ab. Die anderen Kinder suchen dort immer nach etwas zu essen und wir haben selbst nicht genug. Außerdem könnte eines der Regale umkippen und zu weiteren Verletzungen führen. Das gilt vor allem für Zahorik. Ich wette, er versteckt sich da unten vor den größeren Jungs. Er kann sich auch woanders verstecken. Also passt bitte auf, das auf, passt bitte auf, dass er sich nicht dort rumtreibt, schreibt Tina. Na, das ist schon sehr mysteriös. Hier liegt alles noch rum. Es wurde nichts mitgenommen. Aber das Lager ist seit langer, langer Zeit verlassen. Ah. Das waren die Stimmen, die wir hier gehört haben. Alles klar. Mal gucken, ob wir hier was tun können damit. Und das können wir anscheinend tatsächlich. Hm. Schauen wir mal, ob wir eine Frequenz rausfinden. Da läuft tatsächlich noch Musik. Na, guck mal eine an. Und hier auch. Aber das war's. An der Volume können wir auch rumdrehen. Ich vermute aber mal, dass wir das Ding irgendwie aufbekommen. Denn wir brauchen für da oben noch Batterien und ich denke mal, dass die dann nützlich sein werden dafür. It needs a couple of batteries. Aber das Ding braucht auch Batteries. Great to have a Na, bitteschön. Das ist unsere neue Taschenlampe, nachdem wir kein Handy mehr haben. Äh, das ist ja hier. Na nü? Oder ist kaputt gegangen? Ich weiß es gar nicht. Normalerweise sollten wir es gar nicht haben. Ich dachte, wir haben das irgendwo verloren. Na, endlich haben wir wieder eine Taschenlampe. Super duper. Glückwunsch. Hat sich ausgezahlt, siehste? Und Radio hören müssen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Gebratenes Lendenstück in Sauerrahm, Zutaten 700 Gramm Rinderfilet, mm -hmm, mm -hmm. ein Rezept für Lendenstück in Sauerrahm und tatsächlich den Ofen vorheizen, tatsächlich bis zum Ende beschrieben, cool. Kann man gerne mal nachkochen. Ersatzschlüssel immer hier aufhängen. Geil. Nehmen wir gleich mal fürs Hauptquartier. Hm, alles ist noch hier. Und es wundert mich, dass hier auch niemand eingebrochen ist oder so. Ich meine, die sollten ja wissen, dass hier schon seit langer, langer Zeit niemand mehr ist. Ach du Scheiße, was ist da denn los? Wer hat das denn gezeichnet? Das kann man nicht lesen. Das ist eine schöne Zeichnung von der Landschaft, aber wer hat das denn gezeichnet? Das ist ja gruselig. Mhm, das sieht mir eher nach Weihnachtsmarkt aus mit dem Punsch hier. Ah, und so würden wir wieder nach draußen kommen. Na, gucken wir einer an. So wird da ein Kreis draus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir sind tatsächlich in der Mensa. Campo estivo Foglia Fortunata. Das sind wohl all diejenigen, die hier waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, 30 waren es insgesamt. 30 Kinder. Und je nachdem, welche Allergien die haben. Oder welche Allergien die haben vor allem. Welche Allergene die nicht vertragen, wurde hier drauf geschrieben. Guter Musikgeschmack. Ah, Maketa Linova. Genau, das ist die mit dem Akkordeon. Da haben wir gelesen, da wurden ihre Tabletten ausgetauscht gegen homöopathische Tabletten, die ja bekanntlicherweise jetzt nicht so unbedingt äh, eine gute Wirksamkeit haben, wenn man nicht dran glaubt. Und die hat anscheinend auch ziemlich viel von dem Essen nicht vertragen. Aber da muss man mal sagen, wie viel Zeit die Entwickler hier verbracht haben bei der Entwicklung, um völlig ins Detail zu gehen. In welchen Spielen? Und das sind wirklich, die kannst du gar nicht einer Hand abzählen, wo solche Details stehen und das ist ja wirklich das kleingedruckte enthält glutenhaltiges Getreide, Krebstiere und verwandte Erzeugnisse, Eier und verwandte Erzeugnisse. Das kleingedruckte steht hier von all den Leuten, die hier waren. Insgesamt 30 Kinder, sogar mit dem echten Namen auch noch. Wir haben im Tagebuch immer nur den Vornamen abgekürzt gesehen. Hier sehen wir Vornamen und Nachnamen. Jetzt wissen wir, wer die alle sind. Wobei uns das eigentlich ziemlich wurscht sein könnte, denn das Tagebuch will jetzt, denke ich mal, nicht für den Spielverlauf wichtig sein. Aber nichtsdestotrotz, das ist genau das, was ich immer suche, wenn ich hier auf der Suche bin, nach Sachen, die man normalerweise eben nicht findet. Zum Beispiel genau das. Hat überhaupt nichts zu tun mit dem Story-Fortschritt oder sowas, aber ich finde es einfach geil, dass das hier ist. Dass hier die Allergene aufgezeichnet sind von all denen, die hier in diesem Sommerlager waren. Einfach nur als kleines Detail am Rande finde ich hammer, hammer, hammer geil. Kann man nur sagen. Hut ab. Hut ab an die Entwickler, ihr habt hier ein super Spiel zusammenge zusammengeschustert. Cool, cool, cool. Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Die Grafik ist super, die Details sind super und genau nach sowas suche ich. Das hat überhaupt nichts zu tun mit der Story, aber genau nach sowas suche ich. Oder das Rezept da hinten. Ein mini kleingedrucktes Rezept und dann sogar noch bis zum letzten, was du zum Schluss dazugeben sollst. Alles aufgelistet, das kann man bestimmt selbst nachkochen, wenn man das möchte. Einfach cool. Why would I need food coloring? Weiß ich nicht. Was will er was malen oder was? Die haben hier auf jeden Fall gemalt. Uh, was ist das denn da? Uh! Okay, die sehen ein bisschen aus wie Spinnen. Ach du Scheiße, und treiben sich am Lagerfeuer rum. Oh je, Mini. Da waren alle glücklich, bis auf die hier. Also irgendwas ist in diesem Lager vorgefallen. Guck mal, da treiben sich die komischen Spinnenmenschen herum am Lagerfeuer. Hier sind alle rund ums Lagerfeuer und plötzlich steht da so eine komische Gestalt daneben. Irgendwas ist hier, ist hier vorgefallen. Na, gerade mal, das sieht noch halbwegs reell aus, wobei die Hirsche oder die Rehe sind ja mittlerweile alle schon tot. Haben wir ja gesehen. Das einzige Tier, das ich gesehen habe, war ein Wildschwein. Hm. Irgendwas ist hier vorgefallen. Die gruselige Zeichnung hier, die gruselige Zeichnung da draußen. Der Tisch, der schon schimmelt. Immerhin Besteck haben wir noch ein bisschen. Aber es ist tatsächlich alles noch hier. Die komplette Einrichtung steht noch. Und ganz ähnlich, wenn ich hier ein Sommerlager errichten würde und müsste dann schließen, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich doch alles mitnehmen. Dann würde ich doch das nicht alles hier rumstehen lassen, einfach so. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Na gut, wir haben hier ja auf jeden Fall noch irrsinnig viele Sammelobjekte, aber ich sehe gerade auf äh, meiner Uhr die Folge schon wieder viel zu lang. Ich versuche jetzt mal irgendwie einen Speicherpunkt zu erzwingen. Ich weiß nicht, wann das kommt oder wie das funktioniert. Ich laufe mal ein bisschen rum. Vielleicht schaffen wir es irgendwie, einen Speicherpunkt zu erzwingen und dann gucken wir uns in, in den nächsten äh, Restern, in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Die weiteren Sammelobjekte, die wir hier noch rumliegen haben und so weiter und so fort. Oder weißt du was? Wir machen einfach noch eine Folge. Eigentlich wollte ich jetzt nach dieser Folge eine kleine Aufnahmesession Pause machen, aber weißt du was? Wir machen einfach noch eine Folge oder ich mache noch eine Folge. Wir machen jetzt hier ein kleines Päuschen und sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Runde hier von Let's Play. Someday You will return. Und ich mache hier einfach weiter. Guck mir die anderen Dokumente an und dann brauchen wir keinen Speicherpunkt suchen. Dann machen wir einfach weiter und irgendwann mal wird ja einer hoffentlich auftreten. Liebe Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's weiter mit dem letzten Teil. Denke ich mal, dann sollten wir durch sein hier von diesem Sommerlager. Wir müssen die. Wie gesagt, noch einmal nach oben gehen. Dort zu dieser komischen, ähm, zu diesem komischen Holzskelett und dort die zwei Sammelobjekte schnappen. Aber das sollte man innerhalb von ein paar Minuten auch erledigen können. Liebe Freunde, morgen sehen wir uns wieder. Da geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin danke dir fürs Zusehen und tschüss.